Hallo und willkommen zu einem Video der etwas anderen Art. Ihr seht, ich stehe jetzt hier in meiner Küche, wo ich ja normal immer auch die ganzen Pickup-Videos und Co. aufnehme. Ja, ich habe vor einiger Zeit diese schöne Box mitgebracht, als ich on Tour war. Und das Video verlinke ich jetzt hier. Darin, oder ich habe es geschenkt gekriegt, und darin waren oder sind eine ganze Menge 80er Jahre Filmplakate. Und ich habe ja gesagt, in dem Video habe ich sie nicht gezeigt, die Plakate, dass ich sie mit euch angucken möchte. Ich muss natürlich deswegen eine andere Position wählen, damit ich die euch zeigen kann. Also wollen wir mal gucken, ne, was in the box ist an Kinoplakaten. Und ich greife direkt rein. Ich habe das, was drin ist, ist ein ganzer Stapel, hier einfach mal aufgebaut. Und ich nehme diese Filme oder diese Plakate und ein bisschen Aushangfotos sind dabei. Alles eben halt aus einer Videothek aus den 80er Jahren. Das sind wirklich original 80er Jahre Plakate von bekannten Kinofilmen mit, ja, ach, lasst euch einfach überraschen. Das erste Plakat habe ich jetzt hier schon in der Hand und das mache ich auf. Und dann seht ihr auch, warum ich diese neue Position gewählt habe. Denn ich möchte die euch ja auch zeigen können, die Plakate. Und ihr seht, Plakate sind groß. Und was haben wir hier? Die Sünde aus Rhythmus und Leidenschaft. Na, ich versuche mal zu zeigen, ohne dass es spiegelt. Salsa. Ihr seht, wie soll man das sonst zeigen, wenn ich nicht stehe? Na, richtig cool. Ja, Salsa von Canon Films war sozusagen auch die Antwort auf Dirty Dancing. In den Jahren, da hat man wirklich, ja, alles verwurstet. Das Plakat, auch so ein bisschen Anspielung auf, ich glaube, Flashdance. Ja, so ist es eben halt, Musikfilme und ja, wurden auch damals dann kopiert, man ist mit der Welle mitgeschwommen und ja, war ein Film, ja, war kein berauschender Film, ist heute auch fast in Vergessenheit geraten. Dirty Dancing, Flashdance und irgendeinen habe ich gerade vergessen, sind immer noch völlig sind immer noch im Gespräch. Man guckt sie immer noch, aber der hier jetzt nicht mehr. Aber auch ein interessantes Zeitzeugnis für diesen Plakat. Und jetzt habe ich den anderen Film, den ich eben gerade nicht hatte, denn ich habe ein paar Aushangfotos von Footloose. Footloose ist ein Film mit Kevin Bacon und ihr seht, Videotheken, Aushangfotosätze, haben zum größten Teil oftmals alles so gehabt. Aber andererseits waren es auch die gleichen Versionen wie im Kino. Man hat nicht immer doppelt produziert. Aber hier könnt ihr jetzt sehen, Kevin Bacon bei Footloose, auch so ein schönes Tanzbild, ihr seht es, ich zeige euch das so einfach, richtig cool, ist kein schlechter Film, Kevin Bacon ist damals, ja, hat da seinen Durchbruch mit gefeiert, obwohl er ja vorher auch schon in vielen kleinen Filmen dabei war, aber ja, das war so sein großer Film. Und hier haben wir auch passend dazu das Plakat. Das schauen wir uns an. Ihr könnt sehen, hier Plakate sind hier sogar leicht gelocht oder punktiert, kann man ja sagen. Denn die haben in der Videothek oftmals gehangen mit Nadeln oder mit Tesafilmstreifen angeklebt. Leider sind dadurch auch Poster beschädigt. Und hier seht ihr Kevin Bacon, Footloose. Das coole Plakat. Auch sehr, sehr kultig. Und das ist, wie gesagt, auch ein Originalplakat. Ja, es gab auch gerollte Plakate, aber man muss dazu sagen, in den 80er Jahren waren nicht alle Plakate, die ins Kino, auch ins Kino kamen, gerollt. Viele waren wirklich nur gefaltet. So, und ich habe hier sogar noch ein zweites Footloose-Plakat. Richtig cool, ja, richtig schön, zeitlose Geschichte. Ja, und wie gesagt, also nochmal zu dem gefalteten. Kinoplakate werden heute oft gefaltet, wenn sie in Videotheken sind oder zur Verlosung gepackt werden. Zum Beispiel habe ich auch mal welche bekommen, so für Kinos, wenn sie die bekommen, werden sie heutzutage, sind sie meistens gerollt. Ja, aber in dem Fall nicht. So, weiter geht es. Was habe ich jetzt hier? Auch ein Klassiker. Und ich muss sagen, das sind richtig geil. Und schreibt mir bitte auch in die Kommentare, welche Plakate eure Highlights sind oder welche Filme ihr gesehen habt. Habt ihr Erinnerung mit diesen ganzen Sachen? Also ich habe schon eine Menge Erinnerung, auch wenn ich bestimmt nicht jeden Film gesehen habe, der hier drauf war. Wie zum Beispiel auch ein Klassiker der Weihnachtsgeschichte, Muppets in Manhattan. Oder die Muppets Ober in Manhattan. Ist das nicht geil?
auch die ganzen Komiker der Zeit so ein bisschen an der Seite. Richtig cool. Richtig cooles Plakat. Also richtig klasse. Und das ist, ihr seht jetzt auch, es ist hier in dem Sinne keinen Unterschied zu einem Kinoplakat. Manchmal steht Videothek oder so oder der Verleih entsprechend anders da. Das hier ist richtig top. Es ist auch ungelocht. Das hat also nie in einer Videothek oder irgendwo gehangen. Richtig kultig. So, was haben wir noch? Das sind richtig interessante Plakate. Und hier haben wir ja einen Film, den ich überhaupt nicht kannte. Ein Plakat, was sehr lustig ist, mit so einem Lego-Haus. Erstmal Totenkopf, das Horrorhospital. Habe ich nie gesehen, aber wenn ich den Cast unten lese, William Shatner, Michael Ironside, was hat uns da für einen Film erwartet? Ich kannte ihn nicht, aber cooles Plakat. Auch hier ein Klassiker und wenn ich schon hier oben sehe, und hier könnt ihr auch gleich sehen, wo ein Unterschied auch bei Videothekenplakaten gemacht wurde. Die Farbe Lila von Steven Spielberg. Und unten könnt ihr sehen, da steht dann Warner Home Video. Auch keine Credits, das zeichnet auch manchmal die Plakate aus von Videotheken. Was aber auch wieder genial macht, man kann sie sich aufhängen, ohne dass man jetzt irgendwie hier die ganzen Texte hat. Deswegen richtig geiles Plakat, also Wahnsinn. Macht richtig Spaß. Und ist auch ein absoluter Kultklassiker. Als nächstes, was haben wir hier? Einen Erotikstreifen. China Blue bei Tag und Nacht mit Kathleen Turner. Auch sexy, für die damalige Zeit jedenfalls. So, komm, ein bisschen weiter zurück, dann könnt ihr das, ja, versuche ich das zu zeigen. Ich versuche die Sonne auszunutzen, damit man es richtig gut sehen kann, ja. China Blue, richtig cool. Cooles Plakat, ich habe den Film auch nicht gesehen. Eine Karrierefrau verwirklicht ihre erotischen Fantasien. Von Ken Russell, ja, gut. Crimes of Passion heißt im Original, John Loughlin dabei, Anthony Perkins, der wahrscheinlich wieder so einen Stalker oder Bösewicht spielt, hat er ja leider mitmachen müssen, weil nach Psycho wurde er oft als Bösewicht abgestempelt. Ja, auch ein Klassikerplakat. Und was haben wir als nächstes? Also es kommen noch richtige 80er Jahre Highlights und hier haben wir auch so ein Comedy Highlight und hier seht ihr auch, dass es, wie es so ein bisschen Videothekenplakate auch aufgebaut sind. Das Originalplakat in der Mitte und außenrum dann der Text für die Videothek, ne, in the Spotlight. Er ist fest davon überzeugt, dass er zwei Ehefrauen schafft. Doch zweimal Vater werden, das schafft ihn. Mit Dudley Moore und so eine, ja, Heiratsbetrüger, Comedy oder Heiratsschwindler, wie auch immer. Zwei Frauen zu haben, das ist schon eine ganze Menge. Tja, von Columbia Pictures damals. Dudley Moore hat sehr viele Comedies gedreht. Ja, 80er Jahre Plakat halt. Auch ein Comedy-Highlight habe ich jetzt als Plakat. Auch mega geiler Film, kann ich euch auch nur empfehlen. Glaube ich auch auf Disney Plus derzeit zu sehen, wenn ihr ihn sehen wollt. Das Plakat ist auch der Hammer. Richtig schön und das macht auch viele alte 80er Jahre Plakate aus. Die wurden gezeichnet, handgezeichnet. Und hier haben wir die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone. Und seht euch das Plakat an. Judge Reinhold, Bette Midler, Ann Slater, Danny DeVito. Na, ist das kein geiles Plakat? Gar nicht so einfach zu zeigen. Auch richtig schön, ein bisschen sexy. Herrlich. Das ist richtig. Da steht, oben steht Touchstone Home Video. Aber unabhängig davon, das ist so ein geniales Plakat. Auch mit Musik von Bruce Springsteen dabei. Herrlich. Ähnlicher Kultfilm von den gleichen Machern. Auch ein Plakat, was ja nicht unbedingt jetzt mit Hauptcharakteren besehen ist, mehr so ein Teaser-Plakat-Style. Psst, erzählen Sie niemandem etwas über diesen Film. Er ist, na, versuche ich heil zu lassen, mit einem Mund, der mit dem Reißverschluss verschlossen ist, top secret.
Eine geniale Komödie mit Val Kilmer. Richtig cool. Richtig schön abgedreht. Das sind die Zuckerbrüder, die ja auch später die nackte Kanone gemacht haben. Herrlich. Großartiger Film. Kann ich euch auch nur empfehlen. Schaut euch ihn an. Richtig cool. Ja, jetzt kommt ein Klassiker von John Landis als Plakat. Kann ich auch richtig empfehlen. Ein Plakat vielleicht, was nicht jeder kennt. Oder ich habe zwei Plakate davon, obwohl das zeige ich dann später. Komm, den John Landis Klassiker halte ich mir auf. Ich habe noch ein zweites Plakat davon. So, jetzt den weiterer macht auch ein Actionheld, der, ja, das ist so 80er, Ende der 80er, wie auch immer. Warner Home Video, steht hier ein Datum, nein, steht nicht. Aber ihr kennt ihn. Ob er gut oder schlecht ist, das müsst ihr immer selbst beurteilen. Aber ein Steven Seagal Plakat, Nico. Das ist jetzt mal ein Fotoplakat, auch richtig cool, ganz simpel. Ein Film, der gar nicht so schlecht war, ein guter Actionfilm von ihm. Ich mochte einige Filme von ihm. Er hat auch eine Menge Scheißfilme gedreht, aber Nico war gar nicht so schlecht. Lammstufe Rot ist so einer meiner Lieblingsfilme mit ihm, aber der konnte sich auch sehen lassen. So, was haben wir da? Auch ein Klassiker. Das Plakat ist auch nur Hammer, weil es vom Zeichnerstil her. Auch ein Videothekenplakat, man sieht es, weil keine Credits drauf sind. Aber ja, auch ein Sammlerstück eigentlich, weil Madonnas Who's That Girl? Ja, guckt euch das an. Madonna, gut, vielleicht nicht perfekt getroffen. Auch richtig schönes Actionplakat. Who's That Girl? Ist das nicht cool? Das sieht mega cool aus. Also, Wahnsinn. Richtig schönes 80er-Jahre-Plakat. Einer ihrer Hits, der auch mit dem Titelsong, den sie ja gesungen hat, sehr erfolgreich war. Und sie hat ja, glaube ich, zwei Filme, die damals in der damaligen Zeit richtig gut waren und gut liefen. Auch wenn sie vielleicht nicht die beste, perfekteste Schauspielerin war. Aber, ja. Oder war, ist, wie auch immer man es sagen möchte. Aber einfach ein Kultklassiker mittlerweile. Ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig heutzutage, weil die Geschichte ein bisschen anders erzählt wird, aber nicht schlecht. Damals war das ein richtiger Hit. Und hier haben wir jetzt den John Landis-Film, das andere Plakat von dem, was ich euch nochmal zeige, gleich. Auch ein echtes Klassikerbild. Und zwar haben wir hier American Werewolf. Der die Werwolf-Saga so richtig schön kultig gemacht hat. John Landis, ja, der eigentlich für Blues Brothers und zig Comedies bekannt war, hat auch diesen Horror-Comedy-Klassiker oder Horror-Klassiker inszeniert. Auch ein cooles Plakat, so mit so einem Filmbild. Das Plakat habe ich sogar, glaube ich, zweimal dabei. Also ich mache das nicht noch ein zweites Mal dann auf, aber. Und vom gleichen Film, und deswegen habe ich das kurz zeigen, habe ich auch dieses Plakat dabei gehabt. Ich kannte das gar nicht. Und irgendwie passt das auch nicht ganz, denn wenn man das so liest, ich muss vorsichtig aufmachen. Erstmal oben, endlich können sie über das lachen, was sie bisher fürchten, American Werewolf. Ne? Der John Landis brachte Kentucky Fried Movie und Blues Brothers. Und erneut schickt er zwei Brüder auf die Reise. Ja, hier ein interessantes Plakat. Richtig cool. Richtig cool, ich kannte das gar nicht. Meistens war das andere Plakat ein bisschen bekannter, das düstere. Und so Comedy ist der Film gar nicht, dass wie er immer so gemacht wird. Er wurde als Comedy fast schon verkauft, was ein bisschen seltsam war. Aber richtiger Klassiker, also Wahnsinn. Was sagt ihr zu den Plakaten bisher? Sind doch schon Hammerdinger dabei. Und weiter geht es. Was habe ich jetzt hier? Das weiß ich gerade nicht. Wenn es weiß ist, die sind manchmal ein bisschen nach vorne gefaltet, so wie diese hier. Oder eben halt nach hinten, dass man sie nicht gleich erkennen kann. Was ich etwas besser finde, weil es schützt natürlich das Plakat, das Motiv etwas besser. Und hier haben wir, oh, ein sexy Bild. Die Frau in Rot. Ist das nicht sexy? Er guckt von unten, ah, Wahnsinn, was für ein sexy Bild. Hier mit Gene Wilder. Songs von Stevie Wonder. Das war unten Orion im Filmverlag. Videothekenplakat, aber ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Was für ein sexy Bild auch dazu. Wahnsinn. Und keine Credits. Da hängt man sich sowas doch, wenn man darauf sowas eher hin. Ja,
Das waren Plakate, da hat man früher gestaunt. So, und jetzt habe ich ein Plakat hier liegen, das ich besser finde als den Film. Es geht um den Film, ich sage fast Spoiler schon, weil ich das gerade weiß, Sahara. Mit Brooke Shields. Oder Shields. Ein interessantes Plakat, aber das Plakat ist Hammer. Schaut euch das Plakat an. So richtig schön künstlerisch. Hier unten Credits und Sahara stehend. Aber guckt euch das an. Ich versuche das jetzt so mal ein bisschen. Ist das nicht geil, das Plakat? Richtig cool gezeichnet, aber wahrscheinlich besser als der Film. Film, ich weiß gar nicht, wo man ihn jetzt gucken kann. Wahrscheinlich vielleicht irgendwo im Digitalen, aber ja. Brooke Shields, auch so ein Star durch die Blaue Lagune. Den ersten Teil sehr berühmt, oder das Original. Und dann, ja, in vielen Filmen verwurstet eigentlich auch, aber auch für sie ein Klassiker, aber cool zu sehen. Ja, haben wir den nächsten Musikfilm hier. Auch ein Film, Kultfilm bis heute, von der Musik bis zum Film, immer noch geguckt. Ihr ahnt es schon, Flashdance. Das ist absolutes Cool, das Bild, Jennifer Beals, richtig cool. Jennifer Beals hat jetzt eine Rolle auch in Mandalorian gehabt, beziehungsweise in Book of Boba Fett besser gesagt. So, Wahnsinn. Auch viele Kultszenen, die immer wieder kopiert werden in dem Film. Und man muss es doch einfach mal genießen, das Plakat. Super. Super. Ja, Wahnsinn. So, was habe ich als nächstes? So viele sind es auch nicht mehr. Nochmal American Werewolf. Ja, das ist das. Ach nee, gar nicht American Werewolf. Ist auch ein John Landis Film, aber von American Werewolf Regisseur. Ha, nein. Ich habe nochmal einen American Werewolf Poster, glaube ich, dazwischen. Aber das ist Kopf über in die Nacht mit, was war es noch, Michelle Pfeiffer und Jeff Goldblum. Unser Chaos-Theoretiker aus Jurassic Park. Ist das nicht auch ein interessantes Bild? Auch ein richtig guter, ja, leichter Comedy-Thriller. Sehr, sehr gut. Ist das nicht, es ist einfach nur cool, so komm. Das sind die Credits, das ist das Motiv. Sagt nicht mega viel aus, das, aber hier steht, Ed braucht Diana so nötig wie ein Loch im Kopf, aber vielleicht bekommt er das sowieso. Ja, den haben wir dann noch dabei, den man kennt. Ne, steht da leider gar nicht. Ein Schauspieler, die ich jetzt kenne. Viele sind ja auch, ja, leider verschwunden. Wie gesagt, ein schönes Plakat. Auch ein Klassiker. Kann man sich immer noch angucken. So, was haben wir denn hier jetzt als nächstes? Schönes. Gut. Auch ein Klassiker. Damals, wenn Liebe Terror wird. Hier seht ihr auch, Videothek hat oftmals dann die erfolgreichen die Sprüche von den Filmkritiken dabei aufgebaut. Hier haben wir jetzt eine verhängnisvolle Affäre mit Michael Douglas und Glenn Close. Auch ein Klassiker, ganz simples Bild, aber eindrucksvoll, richtig gut. Ist ein anspruchsvoller Film, aber doch kein schlechter Film. Also ist halt ein Drama. Was soll man dann dazu sagen? Ein Drama ist dieser Film, den ich jetzt hier habe, nicht. Achso, hier sehe ich nochmal das zweite American Werewolf Plakat. Das werde ich euch aber nicht zeigen. Ich habe euch das gleiche ja schon gezeigt. Aber hier, das ist auch ein Klassiker, der damals, ja, von John Hughes, glaube ich. Oder Howard Hughes. Von Howard Deutsch, Entschuldigung, Howard Deutsch. Von Howard Deutsch. Auch ein Videothekenplakat. Pretty in Pink. Mit Molly Ringwald. Und ganz unten seht ihr einen John Cryer, also der Alan Harper Schauspieler. Der hat den Bruder gespielt. Richtig cool. Auch ein Filmklassiker mittlerweile. Molly Ringwald war damals der Jugendschwarm auch von vielen, besonders durch Breakfast Club. Auch so ein Klassiker vom gleichen Regisseur. Annie Potts spielte mit. Annie Potts ist zum Beispiel auch bekannt als Janine aus Ghostbusters.
Andrew McCarthy, James Spader, ja, all die haben damals, wie soll ich sagen, aber diese Filme geprägt. Ja, genau. John Hughes war Produzent und Autor des Ganzen. Richtig, der hat viele solche Comedies gemacht. Auch eine meiner Lieblingsfilme, Ist sie nicht wunderbar. Auch, kann ich euch auch nur empfehlen. Ja, cooles Filmplakat. Absoluter Klassiker. So, jetzt habe ich hier noch zwei übrig in einem Umschlag. Die kommen, manchmal kamen die dann so, dann steht jetzt hier, gut, hier steht jetzt nicht wirklich was drauf. Aber das zeige ich euch dann. Hier sind jetzt zwei verschiedene Plakate von einem Film, der damals sehr kontrovers war und auch ja, mit viel beredet hat. Und zwar ist die Rolle, die Rede von Extremities mit Farrah Fawcett. Es ging darum, dass eine Frau vergewaltigt wurde und sich dann rächt. Ganz simpel. Aber eben halt ein Rachefilm und er hat eben halt, ja, ja, das Thema ein wenig beflügelt, wie kann man es sagen, das Thema, auch könnt ihr sehen, richtig cool, das sieht aus, ob sie jetzt neben mir steht, ne? Fast schon, ich halte auch die Arme hoch, das ist schon komisch, aber auch Extremities, Farrah Fawcett, bekannt aus Drei Engel für Charlie, hatte damit nach kurz noch ihre Karriere so ein bisschen angereichert, bis sie irgendwann an Krebs leider verstorben ist, passierte auch leider. Ja, und wie kontrovers das ist, könnt ihr auch sehen, hier gibt es ein zweites Plakat mit ganz vielen Auszügen aus Zeitungen, Kommentare. Auch richtig gut. Ein echter Filmklassiker. Das hat hier auch, es hat beide Plakate, haben keine Löcher, die haben nie gehangen. Die sind bisher nur zum Angucken aufgemacht worden. Echt cool. Und was es auch dazu gab, Aushangfotos. Hier so schön, hier mit so einem, ja, einer Banderole, die nehme ich jetzt einmal für euch ab. Vorsichtig, auch empfindlich, weil es ist ja auch schon seine Zeit. Und dann schauen wir uns mal diese Bilder an. So, da haben wir jetzt einmal den Bösewicht. Auch hier, manchmal sind die nicht immer perfekt. Auch hier, wie er sie gerade in den Fängen hat. Wie sie sich wehrt oder wie sie versucht zu fliehen, wie auch immer. Also irgendeine Szene. Es ist halt, wie gesagt, geht um eine Vergewaltigung. Auch hier. Der Peiniger wird irgendwann gefangen genommen. Wie gesagt, sie rächt sich ja auch. Bild. Ich habe den Film nie wirklich gesehen, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. So, hier auch noch mal ein Bild. Und das kann man sagen, ist eins der berühmtesten Bilder von dem Film, was immer gerne benutzt wird, wenn man den Film gezeigt hat oder wenn man Bilder davon gezeigt hat. Ja, das war dieser Film, aber ich habe noch einen. Einen habe ich, ein Mega-Highlight, ein Kultfilm der 80er. Und ich spoilere das, indem ich schon mal zeige, es gab auch Umschläge, die schon die Bilder von dem Film dabei hatten. Guckt euch das an. Der Wüstenplanet. Das ist Original, Videothekenmaterial von der Wüstenplanet. Es ist nicht vollständig. Ich habe jetzt hier ein Plakat und Filmmotive. Ne, habe ich hier noch was drin gelassen? Doch, ein Bild ist noch da drin. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und damit fange ich auch gleich an. Manchmal sagen die wirklich die Aushangfotosätze nicht unbedingt was aus. Spektakulär eine Explosion zu halten, haben. Das war es aber auch. Genauso, hier haben wir einen der Bösewichter auf dem Plakat. Und hier auch ein schönes Bild von unserem deutschen Jürgen Prochnow. Der spielt ja auch damit. Richtig cool. Das Boot. Ja, Judge Dredd, ja, aktuell ist er jetzt
zurückgezogener vom Schauspiel und synchronisiert mehr, wie zum Beispiel jetzt ist er jetzt wieder die Synchronstimme von Sylvester Stallone, nachdem sich der Synchronsprecher jetzt, der sonst viel gemacht hat, sich zurückgezogen hat. Aber er war die erste Synchronstimme von Sylvester Stallone, bereits in Rocky 1. Danach ist er nur nach Amerika gegangen und musste gewechselt werden. Sonst wäre er weiterhin die Synchronstimme geblieben. So, wir haben noch weitere Motive aus dem Film hier als Ausgangssatz. Er ist nicht vollständig, aber auch viel dabei, auch hier ein kultiges Bild. Hier weiter von so einem Angriff. Ja, auch hier eine Explosion. Ich sage ja, manchmal Aushangfotos sind damals schon ein bisschen schwierig gewesen, die richtigen Motive zu zeigen. Auch hier ein interessantes Bild. Andererseits gibt es manchmal auch Material dazwischen, das wirklich von Set-Fotos stammt oder die Making-ofs-Fotos waren oder entsprechend anders sind. Und das ist dann, macht das dann wieder interessant. Auch hier eins, wo der Bösewicht schwebt. Oder hier. Es fehlen jetzt so ein paar Hauptbilder mit Kyle MacLachlan oder so. Oder Sting, die sind vielleicht rausgenommen worden, weil es hat auch gehangen. Und hier zeige ich euch jetzt das mega geile Plakat. Das ist auch das letzte Plakat aus dieser Reihe, also dieser Kiste. Aber schaut euch das Plakat jetzt gleich, bitte gleich an. Der Wüstenplanet. Keine Credits, oder wenig, da unten sind ein paar Credits, aber es fällt fast nicht auf. Guckt euch das an, der Wüstenplanet. Ist das nicht geil? Absolut geil. Und indem ich das jetzt noch weiter zeige und ich mich verstecke, damit ich rechts die Credits fahren kann, na, kann man es trotzdem sehen, sagt mir doch, was ihr von dem Video gehalten habt. Wie habt ihr diese Plakate aufgenommen? Was verbindet ihr damit? Welches fandet ihr am coolsten? Ja, hinterlasst ein Like und schreibt mir vor allen Dingen in die Kommentare, was ihr geil fand. Ne? Bin doch zu sehen. Ja. Vielleicht doch noch ein bisschen zu zeigen. Also, ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ja, das soll es dann auch gewesen sein.